Ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea. Along came a man by the name of Charlie Mott, and he invented a wonderful drink and he made it out of hop. Dublin ist die größte Stadt und Hauptstadt der Republik Irland und liegt an der Ostküste des Landes an der Mündung des Flusses Liffey. Innerhalb der Stadtgrenzen leben ca. 530.000 Einwohner. In Dublin hat sich ein bedeutendes Finanzzentrum angesiedelt und viele europäische Banken und Versicherungen haben hier ihre Niederlassungen. Der Fluss Liffey durchfließt das Stadtgebiet von Dublin in die Dublin Bay, bis sie schließlich in die Irische See mündet. Der Fluss trennte den früher ärmeren Norden und den traditionell wohlhabenderen Süden der Stadt. Seitdem die Immobilienpreise in den Innenstadtlagen in die Höhe geschnellt sind, wird es auch im Norden immer schicker und teurer. Der Phoenix Park in Dublin ist mit über 800 Hektar größer als der Central Park in New York. In ihm befinden sich unter anderem die Residenzen des irischen Präsidenten sowie die des Botschafters der Vereinigten Staaten. Kaum fertiggestellt, war die nach dem irischen Literaten Samuel Beckett benannte Brücke schon eine Attraktion, denn die Schrägseilbrücke über den Fluss hat eine einzigartige Architektur. Sie sieht aus wie das Wahrzeichen der Iren, eine Harfe, die seitlich aufgestellt ist und über den Fluss ragt. Die Brücke ist 120 Meter lang und 48 Meter hoch. Unmittelbar im Anschluss an das Südufer beginnt das bei Touristen besonders nach Einbruch der Dunkelheit beliebte Vergnügungsviertel Temple Bar. Die in der Patrick Street gelegene Kathedrale ist Irlands größte Kirche. 1191 wurde mit dem Bau des 90 Meter langen Gebäudes begonnen. Mit den Jahren ließ die Bausubstanz nach und die wichtigste Kirche der Iren musste in den 1860er Jahren umfassend saniert werden. Das war vor allem durch das gespendete Geld der Guinness-Familie möglich. Deshalb sitzt heute noch Mr. Benjamin Guinness vor dem Gebäude. Patrick von Irland soll im 4. oder 5. Jahrhundert als christlicher Missionar unterwegs gewesen sein. Obwohl es keine gesicherten historischen Erkenntnisse über ihn gibt, sondern nur Legenden, gilt er in Irland als Nationalheiliger. Sein vermuteter Todestag wurde als Nationalfeiertag Irlands und weltweit als St. Patrick's Day gefeiert. Der fensterlose Bau der Bank von Irland wurde 1729 als Sitz des irischen Parlaments errichtet. Nachdem dieses 1812 aufgelöst wurde, erwarb die Nationalbank das Gebäude. Hier wird unter anderem auch das irische Geld gedruckt. Oh.
Das Trinity College ist Irlands älteste Universität. Sie wurde 1592 von Elisabeth I. für die Söhne der irischen Oberschicht gegründet, um der Abwanderung von protestantischen Wissenschaftlern entgegenzuwirken. Zwischen 1871 und 1970 verbot die katholische Kirche ihren Angehörigen, das Trinity College zu besuchen. Was wäre ein Aufenthalt in Dublin ohne einen Besuch und ein Foto der Statue von Molly Malone, eines der Wahrzeichen der Stadt? Die Ballade über die berühmte Fischhändlerin, die in jungen Jahren an einem Fieber stirbt, ist ein bekanntes irisches Volkslied. Allerdings ist nicht bekannt, ob sie überhaupt jemals gelebt hat.